allen ein gesegnetes und frohes und gesundes Jahr 2022. Im neuen Jahr grüße ich Sie alle mit der Jahreslosung, die uns für dieses Jahr mitgegeben wird. Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, wir dürfen dieses Jahr mit Jesus Christus gemeinsam anfangen. Wir wollen mit ihm durch dieses Jahr gehen und darauf vertrauen, dass er unser Begleiter ist, dass er uns nicht abweist, wohin auch immer unsere Wege uns führen mögen. Mit ihm feiern wir auch diesen Gottesdienst. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir falten die Hände und beten. Guter Gott, mit dir beginnt ein neues Jahr. Mit dir wollen wir durch das neue Jahr gehen. Zeige du uns den Weg, wie du den Königen den Weg zum Kind gezeigt hast. Lass uns deinem Stern folgen. Lass uns in deinem Namen dieses Jahr leben, füreinander und miteinander und mit deiner Begleitung. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 89. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe meinen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ich lese uns die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, wie sie der Evangelist Matthäus in seinem Evangelium im 2. Kapitel überliefert. Als Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin, forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und sie taten ihre Schätze auf und schenkten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie nicht wieder zu Herodes zurückkehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, so ist das mit den Weisen aus dem Morgenland. Sie erzählen eine ganz eigene Weihnachtsgeschichte. Sie haben gehört von dem großen König, der geboren wird, aus der Ferne. Sonst haben sie mit Israel und seiner Geschichte gar nichts zu tun. Aber das Ereignis verändert die ganze Welt. Und so ziehen sie los, um diesen König zu sehen, um ihm ihre Ehrerbietung entgegenzubringen, um ihn als König über die ganze Welt anzuerkennen. Ja, sie machen sich auf den Weg. Von weit her kommen sie, woher genau wird gar nicht genannt. Und wo geht man als so ein Großkopferter hin, um einen König zu suchen? Natürlich in die Hauptstadt. Doch dieser König der Welt wird nicht in der Hauptstadt des Reiches Israel zur Welt kommen. Nein, dort ist er wohl auch gewesen. Aber in die Welt kommt dieser König ganz einfach. Sie wissen's, in Bethlehem, im jüdischen Lande, in der Krippe. Und zuerst kommen zu dem König die einfachen Leute, zu denen er auch und zuerst kommt. König Herodes erschrickt, als er von dem König hört und merkt, welch internationale Anerkennung der bekommt. Und was macht der? Er beruft einen Expertenrat ein. Und dieser Expertenrat verweist den König auf sein Volk. Dieser Expertenrat schickt auch die internationalen Gäste dahin, wo es Leben spielt. Zu den Menschen wie Sie, wie ich, in die Provinz, nach Bethlehem. Dort ist der König der Welt zu Hause, bei Ihnen, bei uns, da, wo das Leben spielt. Und dorthin machen sich auch die Weisen auf. Und dort
finden Sie den König der Welt. Ganz schlicht, ganz einfach und ganz mitmenschlich. Und dorthin bringen Sie Ihre Schätze, Gold. Und Sie zeigen mit dem Gold an, ja, dir gebührt Ehre und Reichtum und Macht. Und Weihrauch, ja, du bist heilig. Du bist nicht einfach nur ein König, du bist heilig, du bist Gottes Sohn, Gottes Kind. Und dazu Myrrhe, ein Salbungsmittel, mit dem dann auch die Toten gesalbt wurden, zum König gesalbt und zum Tod gesalbt. Schon da deutet sich an, dieser König regiert auch über den Tod. Die Weisen. Sie sind bei König Herodes an der falschen Adresse gelandet, bei den ganz Großkopferten. Sie gehen dahin, wo es Leben spielt. Dort finden sie den König, denn dort ist er zu Hause. Bei ihnen, bei uns. Und so müssen auch wir uns nicht aufmachen zu dem König. Er ist längst zu uns gekommen. Wir dürfen uns genauso aufmachen, den König bei uns suchen. Folgen wir dem Rat der Experten. Suchen wir den König nicht irgendwo. Suchen wir ihn bei uns und geben ihm, was ihm zusteht. Die Anerkennung als großer König, als Heiliger, als der, der über Leben und Tod regiert. Er ist bei uns, wir folgen ihm. Das möge uns in diesem Jahr leiten. Amen.
Wir wollen füreinander und miteinander beten. Kind von Bethlehem, dessen Eltern keinen Raum in der Herberge fanden, wir beten für alle, die ohne Heimat sind. Herr, erbarme dich. Kind von Bethlehem, geboren in einem Stall, wir beten für alle, die in Armut leben. Herr, erbarme dich. Kind von Bethlehem, abgelehnt als fremd in dieser Welt, wir bitten für alle, die verloren und einsam sind. Herr, erbarme dich. Kind von Bethlehem, dem Herodes nach dem Leben trachtete, wir bitten für alle, die in Gefahr leben und verfolgt werden. Herr, erbarme dich. Kind von Bethlehem, geflohen nach Ägypten, wir bitten für alle, die ihre Heimat verlassen mussten. Herr, erbarme dich. Du Kind von Bethlehem, in dir gefiel es Gott, mit uns Mensch zu sein. Wir bitten dich, hilf uns in jedem Menschen das Ebenbild Gottes zu entdecken und Gott die Ehre zu geben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die neue Woche mit Gottes Segen. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.